Im Laufe der letzten Jahre habe ich für meine Projekte hier auf dem YouTube-Kanal das ein oder andere Werkzeug einfach mal aussortiert, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts. Und welches Werkzeug ich mir anstatt dessen besorgt habe, das erfahrt ihr in diesem Video und warum das alte auch vor allen Dingen weggeflogen ist. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de und ihr seht hier schon einiges ausgebreitet, was ich so hier für meine Projekte benutze. Wir machen erst einmal den Anfang mit Schraubenziehern. Ja, ich habe hier verschiedene Sorten von Schraubenziehern, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich möchte euch da erstmal eine wichtige Botschaft ans Herz legen. Das heißt Schraubenzieher, nicht Schraubendreher. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ihr könnt das natürlich nennen, wie ihr es wollt. Ja? Regt euch nicht auf, wenn ich einen Schraubenzieher nenne. Hier in der Schweiz und im Saarland und sowas in Richtung ist es umgangssprachlich Schraubenzieher. Deswegen regt euch nicht auf. Ja? Alles okay, alles im grünen Bereich. Ja? Nein. Das Wichtigste ist natürlich, dass ihr euch ein hochwertiges Werkzeug kauft. Also ich habe es jetzt gerade erst letztens mit dem Two Trees SK1 gemerkt, dass dieser Schraubenzieher, dieser kleine Kreuzschraubenzieher, der dabei ist, mit dem gewinnt man kein Griech. Und dann habe ich mir einfach hier von Vera einen schönen Kreuzschraubenzieher besorgt. Und es ist egal, ob das jetzt von Vera, Viha oder wie auch immer ist. Hauptsache, ihr habt ein gutes Werkzeug, was euch über die Jahre begleitet. Und da möchte ich euch noch was zeigen, denn ich habe mir natürlich auch hier diese Imbusschlüssel bestellt, ja, die habe ich mir damals nicht bestellt, sondern im Baumarkt gekauft, bei uns vor Ort in Kelkheim damals noch, und die habe ich wirklich seit Jahren. Ich gehe jetzt gerade seit dem Umzug hier entsprechend meinen M3 nochmal suchen, aber das Zeug funktioniert einfach, ja, hält massig aus und begleitet mich über Jahre, statt diese komischen Teile, die hier immer bei den Druckern mit dabei sind, ja. Die sind meistens entweder relativ schnell kaputt, weil sie sich verbiegen, oder sie fühlen sich nicht so gut an. Und deswegen lieber was Ordentliches kaufen. Ich bin jetzt hier hauptsächlich bei der Marke Vera hängen geblieben. Da habe ich jetzt hier einmal so ein Set mit einem Kreuzschlitz, mit einem Schlitz, mit einem Hex, mit einem Torx und was weiß ich alles, was da drin ist. Was mir wirklich so für den Alltag, so für die gröberen Arbeiten hier ausreicht. Und dann habe ich einmal von einem Zuschauer, von Marco, einem Patreon von Marco, ja, mein erster Patreon, vielen, vielen lieben Dank dafür, habe ich hier dieses Hex-Driver-Set bekommen, ja, dieses Schraubenzieher-Set. Und da habe ich mir hier jetzt so ein Griffinity-Bin einfach gedruckt und so ein Rugged-Case, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, ja, könnt ihr euch selbst drucken. Und hier oben habe ich einfach so ein bisschen gepolsterte Folie reingeklebt, dass die nicht da rausfliegen, ja, dass die auch alle schön an Ort und Stelle bleiben. Und die habe ich jetzt einfach da reingepackt. Da könnt ihr natürlich auch die Schlitz und Kreuzschlitz und was weiß ich alles drum und dran reinpacken. Das passt wunderbar, das funktioniert. Da gibt es unterschiedliche Sets. Ich packe euch mal ein paar unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch mal angucken. Nutze ich, wenn ich nicht hier die Imbusschlüssel benutze, nutze ich die hier wirklich bei so ziemlich jedem 3D-Drucker, den ich hier im Studio stehen habe. Hat sich einfach bewährt und die sind jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Die sind auch schon 5, 6 Jahre. Ich weiß nicht, Marco, kannst du mir unten in die Videobeschreibung schreiben, falls du dich erinnerst, wann du das Ganze mir geschenkt hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, insgesamt habe ich einfach mit Vera sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist zwar ein bisschen teurer, das ganze Zeug, aber dafür hält es wesentlich länger. Ja? Lieber einmal kaufen und dann ein Leben lang nutzen, als halt entsprechend jedes Jahr ein neues Set kaufen. Kommen wir da mal zum nächsten Punkt. Und das ist dieser Seitenschneider hier. Den kennt jeder von euch, ja? Jeder, der einen 3D-Drucker hat, hat schon mal irgendwann so ein Teil mit dabei gehabt. Mittlerweile gibt es eine neuere Variante davon. Und ihr seht, warum ich nicht davon begeistert bin. Hier unten hat sich nämlich entsprechend schon der Griff so ein bisschen aufgelöst und dann kommt hier unten der Stahl raus und das drückt einem natürlich richtig schön hier unten in die Handfläche rein. Ist nicht schön. Ich mag es hier natürlich, wenn das ein ordentlicher Griff ist und deswegen, ihr seht schon da hinten, da habe ich eine Knipex und hier auch nochmal eine andere Knipex vom Elektrowerkzeugbedarf her. Ja? Die hier müsste ich nochmal ein bisschen reinigen, die ist nochmal ein bisschen verklebt jetzt durch den letzten Einsatz. Aber funktioniert wunderbar und der Griff ist echt ein Gedicht, muss ich einfach sagen. Ja, funktioniert wunderbar, kauft man sich einmal, hat man ein Leben lang Spaß dran. Das gleiche gilt natürlich auch für so eine Kombizange, für eine Spitzzange oder so in Richtung. Ausgenommen die Dinger von Boost, die funktionieren bei mir wirklich wunderbar. Die habe ich wirklich dauerhaft im Einsatz da drüben. Die sind auch wunderbar, um bestimmte kleine Arbeiten zu erledigen und kann ich echt nur empfehlen. So, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und das ist etwas, was ich zu lieben gelernt habe oder zu schätzen gelernt habe, seit ich hier in die Schweiz gezogen bin. Und zwar ein ganz einfaches Victorinox-Messer. Ja, das hier ist jetzt ein Huntsman, beziehungsweise ich weiß gerade nicht den Namen, ich blende euch nochmal hier unten ein. Der hat nämlich hier einen Kreuzschraubenzieher mit dabei. Das ist auch mal ganz handy, wenn man unterwegs ist und sowas braucht oder mal drüben ist. Und hauptsächlich benutze ich das Ganze, wenn sich mal ein Teil irgendwie auf der Druckplatte festgefressen hat oder ich mal die Kante entgraten muss.
Dann gehe ich einfach so ein bisschen mit dem Messer drüber und schon ist sauber. Ja? Da gibt es natürlich Werkzeuge aller Art. Das hier ist nochmal mit so einer Zange drin, ja? Wo ich dann nochmal ein bisschen was bearbeiten kann. Habe ich auch schon wie oft genutzt. Da ist eine Schere drin, da ist ein Flaschenöffner mit drin, alles Mögliche, was man braucht. Da gibt es natürlich alle möglichen Variationen davon. Da gibt es auch das ganz Große davon. Ihr wisst, ich bin so ein bisschen Fanat mittlerweile in Dinger. Ich habe wirklich in jedem Raum und in jeder Tasche und in jeder Jacke so ein Teil mittlerweile dabei. Ich gehe einfach nicht mehr aus dem Haus ohne. Ja? Weil ich sage, okay, wenn ich unterwegs bin und irgendwas brauche, dann habe ich es mit dabei. Ist wirklich ein Multitool, was ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Kostet auch nicht viel. Ich glaube, das Ding hat jetzt irgendwas um die 20, 25 Franken gekostet. Ist also jetzt nicht die Welt. Und das begleitet wirklich einen ein Leben lang. Und wenn das mal irgendwie nicht richtig funktioniert oder mal die Klinge kaputt geht oder sonst in so eine Richtung, habt ihr darauf auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine lebenslange Garantie von Victorinox. Könnt ihr also einschicken oder bei euch im Store vor Ort hinbringen und die arbeiten das dann für euch auf und dann kriegt ihr das Ding wieder. Funktioniert, haben wir auch schon bei dem einen oder anderen Messer gemacht. Das war dann aber auch auf Eigenverschulden, wo wir was kaputt gemacht haben, gewaltsam. Das hat dann 5 Franken gekostet. Aber sei es drum, dafür haben wir nochmal ein cooles Messer dann entsprechend. Dann gehen wir mal zum Punkt über, wenn wir am Drucker arbeiten und Elektrik nutzen. Dann haben wir natürlich auch den Bedarf, dass wir Kabel erstmal bearbeiten können, also abisolieren und klemmen können und sowas in Richtung. Und da kann ich euch nur empfehlen, legt euch da auch ein paar ordentliche Zangen zum Krimpen zu. Ich mag es lieber, wenn ich eine ordentliche manuelle Zange habe zum Krimpen und natürlich auch eine ordentliche Zange zum Abisolieren. Die hier war jetzt, frag mich nicht, irgendwas um die 20, 30 Euro. Mag auch erstmal teuer erscheinen. Ja, es gibt welche für 10, 15 Euro. Aber ich sag mir mal so, dann kaufe ich lieber eine für 30 Euro und habe wieder was das Leben lang. Und die hat mich bisher immer gut begleitet, die letzten Jahre. Damit habe ich damals den ersten Büro noch gebaut und verschiedene andere Projekte, ja. Also funktioniert wirklich gut. Und kann ich nur sagen, legt euch sowas zu, ist wirklich einmalig. Das nächste Tool habe ich von Steven von CryTeam empfohlen bekommen. Und danke, Steven, das ist wirklich ein geiles Teil, erleichtert einem wirklich die Arbeit. Und zwar dieser Gurtmesser, dieser Spannungsmesser für den GT2-Belt. Funktioniert mit 6 mm und mit 9 mm, ja? Könnt ihr also entsprechend durchprobieren. Auf der Seite, die ich euch unten verlinke, habt ihr auch nochmal so eine schöne Beschreibung drauf, welche Messwerte ihr bei welchen Druckern, bei welchen Gurten entsprechend erhalten solltet, ungefähr, und wie ihr das Ganze aufbaut, wie ihr es einrichtet. Es gibt auch vorkonfigurierte Messapparate, die ihr direkt so fertig kaufen könnt. Die kommen dann aber aus den USA und sind entsprechend teuer. Ich habe mir jetzt einfach hier in Italien, glaube ich, war es bei einem Online-Shop, die einzelnen Hardware-Teile, also die Feder, hier die Musikseite und sowas in Richtung bestellt, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht für 10 von den Teilen bei Amazon einfach mir so ein Paket kaufen, ja, also die Schrauben, die Musikseiten etc. etc., sondern ich möchte eigentlich nur für ein, zwei von diesen Teilen halt so einen Bausatz bestellen. Die Teile habe ich mir gedruckt, einmal in Nobofil ABSX in Astro Black mit Neongelb und einmal natürlich entsprechend umgekehrt nochmal Nobofil ABSX in Neongelb mit Astro Black hier im Kontrast. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Ihr geht einfach hin, ich nehme hier gerade die Justiereinheit raus. Da steht eine Zahl drauf, 1,9. Das ist ungefähr das, was bei dem Teil rauskommen muss, wenn man das hier einklemmt. Und ihr klemmt das hier oben einfach so ein, lasst los. Und dann geht es darum, hier unten ein bisschen drauf zu kloppen, damit das halt ein bisschen sich einkruft, ein bisschen lockerer wird. Und dann muss hier vorne 1,9 stehen. Ihr seht, es hat sich jetzt bei mir ein bisschen verzogen. Das steht jetzt so zwischen 1,8 und 1,9. Kann man hier hinten über eine Justierschraube noch mal ein bisschen nachjustieren, dass das auch wirklich passt. Und dann könnt ihr hingehen und könnt euren HX-Y-Drucker an Voron oder aber auch, ich habe jetzt mal testweise einfach so zum Einstellen drüben den K1 und den K1C damit eingestellt. Und seitdem muss ich sagen, ja, sind die Druckergebnisse schon mal ein klein bisschen besser geworden. Ich spiele jetzt mal ein bisschen mit den Werten rum und werde euch dann berichten, sobald ich irgendwie was Neues davon habe. Und ich muss sagen, sind echt geile Tools, kosten nicht viel, haben mich jetzt, glaube ich, irgendwas um die 20 Euro die 2 Stück gekostet. Ist also nicht die Welt, aber ist sehr nützlich, kann ich nur sagen. Link zu den Bauteilen findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie zu den Druckdateien und zu der GitHub-Seite, wo ihr euch nochmal das Ganze durchlesen könnt, wie ihr das Ganze zusammenbaut, wie ihr es drucken müsst, in welchen Konfigurationen und alles drum und dran. Dann wisst ihr, ich bin so ein bisschen auch ab und zu mal im Resin-Druck unterwegs und auch für FDM-Druck braucht man oft genug eine Pinzette. Und ich habe jetzt schon an verschiedenen Stellen so eine Pinzette ergattert. Einmal habe ich welche selbst bestellt bei Amazon, dann habe ich welche auf der Form Next von 3Devo oder so als Werbegeschenk bekommen und dann nochmal irgendwo beim 3D-Drucker welche dabei gehabt. Die Rede ist von diesen
naja, Metallspitzpinzetten, die so wirklich richtig spitz vorne sind, an denen man sich schon richtig verletzen kann, wenn man nicht aufpasst. Und das Problem dabei ist einfach, dass sich die Spitze hier gerne mal verbiegt, weil das halt ein relativ weiches Metall ist. Und wenn man da nicht aufpasst, dann hat man halt schnell die A-Karte gezogen. Und ich habe gesagt, das nervt ohne Ende. Und deswegen habe ich mal bei Amazon ein bisschen rumgeguckt und habe mir mal diese Pinzetten hier bestellt. Das sind Pinzetten mit Keramikspitzen, die kann man auch austauschen. Das ist nicht ganz so einfach, habe ich jetzt auch schon rausgefunden, weil die Schrauben hier sich nicht gut drehen lassen, die sind nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, die sind wirklich super, weil die verbiegen sich nicht. Ja, die halten also wirklich gut durch. Ich habe da auch mit schon richtig schön gehebelt beim Support abmachen von irgendwelchen FDM-Drucken. Funktioniert wunderprächtig, ja. Und ich habe mir jetzt eine für FDM und eine entsprechend für Resin-Druck gekauft, die ich jetzt einsetzen werde in den nächsten Wochen. Aber bis jetzt muss ich sagen, die ich im FDM-Bereich schon eingesetzt habe, die funktioniert wunderbar. Kann ich jedem nur empfehlen. Und wenn ihr wirklich mal die Spitzen austauschen müsst, kriegt ihr die auch für ein paar Euro auf Amazon nachgekauft. Die Links dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar messen. Also Distanz messen. Wie mache ich das jetzt zum Beispiel mal beim Drucker? Angefangen mit so einem, naja, wie sagt der Marcel immer so schön im Livestream, mit einer Lügenlatte, ja? Klar, ist ein Holzstab mit aufgedrucktem Maßstab. Ist jetzt nicht unbedingt das Genaueste, was man nutzen kann, aber für grob irgendwie mal was, naja, zu messen ist das ganz in Ordnung. Aber der Marcel hat recht, das ist eigentlich eine Lügenlatte. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann, wenn man mal irgendwas messen muss. Zum einen hat er mir dann auch gleich, weil er gesagt hat, Mäcki, ich kann das dann nicht mal so mir angucken, das ist viel zu schlimm, hat er mir mal diese Teile hier zugeschickt. Sind auch nicht teuer, kosten irgendwas zwischen 6 und 8 Euro auf Amazon. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Habe ich jetzt schon ein paar Mal im Einsatz gehabt. Eins habe ich hier hängen, eins habe ich drüben liegen und dann habe ich das Ganze nochmal in groß. Gibt es einmal mit metrischem Maß und einmal mit imperischem Maß und funktioniert wirklich gut. Ja? Also kann man nicht meckern, ist eine schöne Edelstahl-Variante. Meine bessere Hälfte hat auch schon drauf geschielt, deswegen werde ich davon noch mal ein paar mehr bestellen, dass wir die hier im Haus nochmal verteilen, in der Garage oben und bei ihr im Büro, dass überall, wo man es gerade braucht, halt so ein Teil hängt und nicht irgendwie meine Lineale abhanden kommen, ja. Die gibt es auch nochmal in schwarz. Die werde ich mir wahrscheinlich dann in schwarz bestellen und ihr dann die silbernen da unterjubeln. Aber ich finde die ganz cool und muss sagen, ja, die sind genau und funktionieren wirklich. Ich meine, das ist ein Lineal, ja, ein Metallstück mit Aufdruck, aber passt wunderbar. Und für diejenigen, die sagen, okay, ich brauche es aber wirklich super genau, für die gibt es dann nochmal einen digitalen Messschieber. Ja, ich habe vorher mal einen analogen gehabt. Ganz ehrlich, ob ich jetzt einen analogen Messschieber habe oder sowas hier, dann nehme ich lieber das hier, das geht schneller. Der digitale Messschieber hat halt den Vorteil, dass ich da bis auf 2 Nachkommastellen entsprechend das Ganze messen kann. Heißt also, ich bin ein bisschen präziser. Es gibt natürlich Messuhren, die noch präziser sind. Die kosten dann aber auch zum Teil exponentiell viel Geld oder sind nicht so genau bzw. nicht so hundertprozentig akkurat wie jetzt zum Beispiel mal ein teureres Teil. Und die hier kosten 20 Euro irgendwas in Richtung auf Amazon. Finde ich also echt mega genial und sollte jeder, der mit 3D-Drucken anfängt, zu Hause liegen haben. Ja? Dann nochmal an Marcel. Vielen, vielen lieben Dank. Der hat mir nämlich dieses Teil hier geschickt. Ich habe parallel dazu angefangen, schon eine Stealth Press zu bauen, ja, oder zu drucken, die Teile. Bin noch nicht ganz fertig geworden. Auf einmal habe ich ein Paket vor der Tür liegen gehabt. Da waren einmal hier die Lineale drin und die Stealth Press Teile. Die Linearschiene selbst habe ich mir auch nochmal besorgt entsprechend und den Lötkolben, den habe ich vorher schon gehabt, weil ich, wie gesagt, selbst eine eigene bauen wollte. Und Marcel hat mir das Teil einfach per Post zugeschickt, also die Druckteile und hier die Türzugmechanik. Bei der Türzugmechanik übertreibt es nicht so, wie Marcel es gemacht hat. Also das Ding hier ist echt, damit kann man sich wirklich, wenn man nicht aufpasst, ein Auge ausschießen. Würde ich jetzt so in der Stärke nicht unbedingt machen. Ja, also es geht auch weicher. Es ist ein bisschen streng eingestellt, würde ich sagen. Ja, also da muss man echt aufpassen, gerade wenn man das Ding einspannt, kann es eventuell zu Verletzungen kommen. Kleiner Teaser an der Stelle. Ich habe mir auch schon fast das Auge ausgeschossen, als ich es versucht habe, hier einzuklemmen. Ist nicht ganz ungefährlich, deswegen passt auf euch auf. Ja? Kann ich aber nur empfehlen, denn ihr wisst, mittlerweile ist es so der Standard, dass man hier Einlassgewinde, Einschmelzgewinde in seine 3D-Druckteile reinpackt. Gerade so für die MMO oder sowas in Richtung ist das unheimlich wichtig, ja.
beziehungsweise in der MMU-Version, die ich verbaue, aber auch andere Teile für ein Voron oder sowas in Richtung, ist es mittlerweile Standard, dass man alle Geburt irgendwo 2, 3, 4 einschmelzt und dann in die Teile einlässt. Und damit das wirklich hundertprozentig gerade ist, habt ihr dann die Möglichkeit, ich packe das mal gerade zur Seite, damit ihr das mal sehen könnt, Bauteile hier unten drauf, Einschmelzmutter auf dieses Loch von dem Teil drauf und dann runtergehen, gucken, dass es passt und dann das nochmal gerade so ein bisschen zurechtdrücken und dann ganz langsam mit wenig Druck reingehen und dann schmelzt das sich so langsam rein. Funktioniert wirklich wie eine 1. Ja? Werdet ihr sehen, wenn ich die MMU zusammenbaue, ist eine absolute Arbeitserleichterung und ist auf jeden Fall hundertprozentig gerade runter, statt dass man es, wenn man es von Hand macht, immer so ein bisschen hin und her packt. Den Link zu der Stealth Press und auch zu den Nullkolben und allem drum und dran, was ihr braucht, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist wirklich mega geniales Teil. Hatte ich, wie gesagt, selbst schon auf der Liste gehabt und habe es angefangen zu drucken und Marcel ist mir halt ein bisschen zuvor gekommen. Danke Marcel, dafür auf jeden Fall. Dann gibt es etwas, was ihr sowohl bei, ich sag mal, Resindruck als auch FDM-Druck gebrauchen könnt. Und das ist ein, finde ich, essentielles Tool, und zwar so eine Sprühflasche. Warum sage ich das? Ganz einfach. Anwendungsfall Nummer 1, Resindruck. Ich habe irgendeinen Teil vom Drucker gerade runtergenommen und möchte jetzt das Ding nicht unbedingt waschen. Gerade so ein Kalibrierungsteil, so ein Kalibrierungsdruck oder so in Richtung, wo ich nur gucken will, ob das dann ungefähr passt, ob es dann sauber ist und alles drum und dran. Und dann gehe ich hin und sprühe das einfach so in der Hand ein bisschen ab und gucke rein und puste dann ein bisschen drüber, damit das EPA weggeht. Und dann habe ich ein halbwegs sauberes Teil, was ich als Anhaltspunkt nutzen kann, um zu wissen, okay, ist das richtig eingestellt oder nicht. Ist natürlich jetzt nicht für die finalen Figuren, ja. Die finalen Figuren würde ich immer noch mit einer Washing Cure Station entsprechend reinigen. Einen Link dazu findet ihr hier oben, entsprechend die Washing Cure 3 Plus, die ich von Anycubics mir besorgt habe. Ist echt Gold wert, kann man auch gebrauchen. Aber es gibt natürlich auch noch den Anwendungsfall FDM-Druck. Und das Ding habe ich mittlerweile an jedem Schwerlastregal drüben stehen, oder hängen besser gesagt, an der Seite so eingehangen. Ganz einfach, weil ich dann direkt sowas griffbereit habe, um die Druckbetten sauber zu machen. Wenn ich also merke, gerade beim MK3 und beim Mini, wo ich eine Aussägplatte drauf habe, dann nutze ich kein Kleber oder sonst irgendwas in der Richtung. Wenn ich da PLA drauf drucke, das hält wirklich Bombe geil, funktioniert wie eine 1 und dann gehe ich einfach hin, wenn ich merke, okay, es fängt wieder an sich zu lösen oder so in Richtung, ja, dann gehe ich nach dem Druck hin und räume das Druckteil ab, sprühe da ein bisschen drüber, hole mir eine Küchenrolle, wische einmal drüber und fertig. Und dann funktioniert die Platte wieder wie Bolle. Das gleiche mache ich natürlich bei den anderen Druckern auch, ja, mit den anderen Platten. Die Aussage, muss ich sagen, habe ich bis jetzt den größten Effekt noch mitgemerkt, wenn man mit EPA drüber geht. Die sagen ja auch selbst, entweder mit Wasser und Seife oder mit EPA drüber gehen. Ist ganz einfach, ja. EPA kann man nicht genug im Haus haben. Ich muss jetzt auch noch mal gucken, dass ich mir noch mal ein bisschen was besorge. Ja, ich habe zwar immer noch mein Resin-EPA, was ich in der Washing Cure Station hatte, noch mal ein bisschen gefiltert, aber kann ich nur empfehlen, dass ihr das entsprechend für die Drucker nutzt, gerade für die Druckbetten zum Reinigen oder so in Richtung, ist wirklich Gold wert. Und natürlich auch, wenn ihr jetzt, wie ich, demnächst noch mal entsprechend versucht, Klebereste von irgendeinem Drucker abzubekommen, damit das Ganze wieder halbwegs ordentlich und nicht so pink aussieht. Ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, das ist das hier, und zwar elektrische Schraubenzieher. Egal, ob das jetzt eine XO oder halt hier so ein Aeromax ist. Den Aeromax habe ich auf Kickstarter unterstützt. Der hat irgendwas um die 50, 55 Euro gekostet. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Dafür bekommt man aber, wie ihr sehen könnt, ein sehr kompaktes Paket. Die Akkuleistung ist echt krass. Ich habe das wirklich tagelang benutzt, auch jetzt beim Umzug entsprechend. Kraft hat das Ding auch, finde ich, für die Größe und für die Akkuleistung. Die hat einiges, ja. Das ist insgesamt 1 Newtonmeter und da wird der eine oder andere sagen, ja, okay, ist gut. Die XO hat 5, bringt mir mehr. Ja, absolut. Aber dafür vergleicht man den Formfaktor, ne? XO und das hier. Ja, also das hier stecke ich wunderbar einfach in den Rucksack oder in die Tasche oder was weiß ich wohin, wenn ich irgendwo unterwegs nochmal weiß, okay, ich muss an der Kamera was schrauben oder sonst was in der Richtung. Ist einfach Gold wert, ja, auch beim Drucker, um Drahtrand zu schrauben. Ich komme halt in den letzten Winkel mit sowas hier viel einfacher rein als mit der XO. Ja, gerade wenn es unten beim Voron in der Elektronik oder so Richtung, wenn ich da mal was schrauben muss und was festschrauben muss und es mal ein bisschen enger vom Platz her ist, dann komme ich mit dem hier wunderbar rein, mit dem hier nicht so ganz. Dafür gibt es natürlich auch nochmal so einen Winkelaufsatz, dass ihr darüber gehen könnt. Hier hinten haben wir nochmal so einen Aufsatz hier drin, dass ihr nochmal ein bisschen, wenn es jetzt vorne ein bisschen zu eng ist, ne, entsprechend, dass ihr noch in tiefere Löcher reinkommt oder sowas in Richtung. Das funktioniert alles wunderbar, muss ich sagen. Hier die ganzen Aufsätze sind auch alle.
magnetisch, ja. Und wir haben, wie ihr sehen könnt, eine ganze Latte an Werkzeugen oder Aufsätzen, Bits entsprechend dabei, die wir nutzen können. Ich glaube insgesamt 36 oder 50, ich weiß nicht ganz genau, ich habe nicht nachgezählt, ja. Sind aber auf jeden Fall einige, die wir dafür nutzen können. Und das ist schon ordentlich im Vergleich zu der XO. Klar, die kommt mit dem Drehmoment daher, aber ist sie überhaupt da drin? Weiß ich gar nicht. Ich habe die schon ewig nicht mehr benutzt. Doch, die ist da drin. Im Gegensatz zu der XO, die dann da mit so einer Handvoll Bits daherkommt und natürlich vom Formfaktor her deutlich größer ist. Die kann man natürlich für grobschlächtigere Sachen benutzen. Haben wir jetzt beim Umzug auch benutzt, für das eine oder andere, ja. Aber beides zu haben ist natürlich besser. Die XO habe ich geguckt, die kostet, die aktuelle Variante, die 7er, kostet irgendwas zwischen 60, 70, 80 Euro. Wie gesagt, das Ding hier habe ich bei Kickstarter im Early Bird für 50, 55 Euro geschossen. Kommt nach Wechselkurs an, ja. Kann ich also nur empfehlen, ist gerade wenn man hier so in der Werkstatt irgendwo an Druckern arbeitet oder für so kleinere Projekte und sowas in Richtung, absolut genial. Da ist auch ein Metallgetriebe drin und nicht so ein billiges, ich sag mal, Temo-Plastikgewinde, ja, was dann im Prinzip nur ein paar Euro kostet. Deswegen kostet es auch ein bisschen mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann mal entsprechend merke, okay, die hat nicht genug Kraft, halte ich den Knopf gedrückt und drehe das Ganze wie einen ganz normalen Schraubenzieher. Das funktioniert echt wunderbar. Klar, das geht bei der XO auch. Aber das hier habe ich halt wirklich gerne dabei, auch wenn ich da jetzt manchmal bei den IKEA-Regalen so eine Schraube festziehen muss. Ja, dann ist das wunderbar dafür geeignet, weil mit dem komme ich wirklich in jede letzte Ecke rein. Mit dem hier bin ich ein bisschen grobschlächtiger. Es ist natürlich gut, immer beides zu haben. Ja? Damit wären wir soweit am Ende des Videos angekommen. Das ist so das, was ich hier eigentlich im Studio hauptsächlich nutze, neben ganzen Schrauben und Kamera-Equipment. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, Däumchen wären Träumchen. Ein Kanal-Abo wäre natürlich auch super, kostet euch auch nichts. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne hier auf YouTube oder auch auf Patreon entsprechend auch finanziell unterstützen. Den Link zu Patreon findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da habt ihr auch ein paar Extras noch dazu. Und dann möchte ich mich nochmal vielmals bei meinen Supportern und auch bei meinen Patreon, die mich bereits finanziell unterstützen, bedanken und natürlich auch bei meinen Sponsoren PCBWay und Surfshark. Und damit haut in the line, happy printing und ciao!